Gute Sache. Werkstatt. So. Versuch das gerade ein bisschen gerade rein, genau. Gerade hinzubekommen. Wir uns eine Außenansicht einmal angucken. Sieht man ein wenig mehr. Sehr gut. Dann bauen wir mal Schleuse, beziehungsweise wir brauchen zwei, das sind Doppelschleusen, weil wenn man nur eine Schleuse baut, dann kann das durch den Druck, also der Druckausgleich findet halt nicht statt. Dann geht das auf die Gesundheit. Kann man auch mal schnell sterben. Oder hier über Tag die Solardinger abreißen. Sollte man nicht über Tag machen. Weil Stroh unter Strom und das haut dann auch noch mal auf die Gesundheit. Treppe. Oder eine Rampe. So, hier muss ich rein theoretisch noch alles manuell machen. Weil natürlich ist nichts angeschlossen. Um Sauerstoff und Wasser. Wasser kein Problem. Wasser können wir ja schon mal anschließen. Wir brauchen im Endeffekt, oder haben wir, was hatte ich denn an Strom jetzt gehabt? Transformator habe ich, okay. Aber wir brauchen auch Akku später. Wir werden einmal ein bisschen Strom. Solarpanel. Das können wir, den Anschluss können wir so rum machen. Glaube, hier werden auch gleich reichen. Erstmal.
Hallöchen, Lina, Feier Lina. Willkommen. Ah, aber schon nächste Technologiepunkte. Darauf wollte ich nämlich hin. Darauf wollte ich hin und ich vermute, mit etwas Glück ist es auch das, was ich brauche. Ja. Weil die Electricity, Technology Access Level increased. Available point for technological advancement. Go. So, aber Akku und so bauen, wollen wir dann noch erstmal einen Transformator. Er hat nämlich verschiedene Stecker. Also die Menge von Stecker, 4 Stück. So. Dann werde ich tatsächlich einmal Akku mit reinballern. Aber ich bin gerade überlegen, ich werde jetzt noch einen mehr machen und ich könnte noch mal, damit wir akkumäßig auch gut dastehen. Strom ist das soll angeblich das Schwierigste sein. Ich muss daran denken, dass ich auch, das habe ich nämlich in meinem Solo-Spiel vergessen, mein Wasser mit anschließe. An Akku. Über Nacht wird natürlich kein Wasser produziert. Ich habe mich immer gewundert, wie ich das Solo gespielt habe, getestet habe, warum meine Pflanzen verdorben wären und verderben. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich Die haben zwar eine Eigenversorgung, Strom, aber nur halt nur bei Tag. Dumm. So, Akku-Pack. Was fehlt mir? Ah, noch die kleine Leine. Ah, da war was. Wir wollen erstmal bauen. Ich will das. Genau. So, und ich müsste rein theoretisch noch einen bauen. Aber also ein Transformer. Ich brauche aber Transformator, also nicht Transformer. Transformer bauen tue ich nicht hier. Die kam übrigens vom Mond, nicht vom Mars. Kleine Leitpinne, die brauche ich immer noch. Genau, ich laufe hin. Ich will erstmal nicht Ressourcen, ein bisschen Ressourcen sparen. Hunger habe ich auch.
Wir können auch ein bisschen Wasser. Das nehmen wir kurz mal ab. Water refilled. Okay. Schaut's mit Strom aus, hatte ich auch nachgefüllt, ne? Muss ich kurz mal gucken. Okay. Ich brauche den Platz hier für die Erweiterung. Das war jetzt nicht gut gelungen, dass ich das da eingebaut habe. Wobei, für das hier reicht das ja. So, dann. Mal schauen, komme ich hier so durch? Ja. Gut. Muss ich echt eigentlich drehen? Also, blau ist Ausgang, gelb ist Eingang. Kümmern wir uns also, das ist Ausgang. Und wollen es einmal ins Eingang. Hier. Wollen wir, dass es hier reingeht und auflädt. Ich muss gleich noch welche bauen. Aber wir können schon mal hier, damit bald auch aufgeladen wird und nicht alles den Strom verbraucht wird für den realen Verbrauch. So, okay, einen haben wir sowieso hier zu viel, das passt. Und der kommt dann erstmal hier rein. Der müsste rein, theoretisch. Eingabe, Ausgabe.
Klar, ich habe auch nur einen angeschlossen. Das heißt, wir müssen noch drei bauen. Ja. Wobei, wir brauchen noch Strom für... Achso, das ist ja dann... Achso, das passt dann. Das ist dann der Ausgang. Das ist in Ordnung. Was noch hier hinballern. Warum so großen Abstand eigentlich? Point for technological advancement. Schließen wir mal einmal an. Okay, er müsste der jetzt... Eingabeleistung. Hier muss ich gucken, ob alles in Ordnung ist. Genau, wir haben einen Leistungseingang von 10. Warum eigentlich nur 10? Ach, weil die so zugeordnet sind. Nein! Schließen. Ja, genau, so war das. Ich glaube, damit versorge ich ja, ne? Genau, Eingang 20. Electricity, technology access level increased. Available point for technological advancement. Das ist die Erweiterung.
ich schon sagte, falsch hingestellt. Aber ich kann sowieso nicht so viel dann da anschließen. Gut. Dann wollen wir einmal damit das auch über Nacht läuft. Wie viel braucht der? 5 war das, ne? Das reicht aus. Genau, der lädt nur auf. Und der haut den Strom hier rein, genau. So, das bedeutet, wir werden einmal direkt nochmal hier anschließen. Na, ob da was durchkommt, weiß ja nicht. Ein bisschen verdreht aus. So, hier brauchen wir mindestens 15. Okay, dann müssen wir mal einmal, machen wir mal 21 draus. Das wollen wir ja auch immer wieder anpassen dann. Equalizer pressure. Low pressure warning.